Ich glaube und ich hoffe, dass ich jetzt dass ich es gestartet habe. Und wenn ihr Fragen habt, bitte rein in den Chat. Aber wir sind heute echt wenig. Ihr könnt jetzt auch ganz, ganz normal sprechen. Ja? Es freut mich, dass ihr da seid. Jetzt geht's los. Ich darf vorstellen, meinen Kollegen Thomas Doppelreiter. Er war schon einmal bei einer Fortbildung. Er hat bei uns schon eine Fortbildung einmal gemacht. Und zwar ist es da gegangen um Fake News, Verschwörungstheorien, oder? Was war es Ja, genau? genau, Verschwörungstheorie. Genau. Und heute macht er bei uns die Reihe Wiederholung setzen. Und ja, ich glaube, ich übergebe dir einfach gleich das Wort, oder, Thomas? Ja, gern. Also, wer schon dabei war, heute wird es anders. Das kann ich versprechen. Heute ist nämlich weniger Input, sondern es geht mehr darum, was haben wir uns von den letzten Dingen so gemerkt, was ist alles passiert. Und ja, ein paar Fragen dazu und so nach bester Tom-Turbo-Manier gibt es am Ende ein Lösungs- oder Losungswort und das kann man einschicken und da kann man was gewinnen. Also es ist mehr so ein unformaler, nicht formaler Einstieg in den Herbst, so erster Schultag, wo man ja schauen kann, was man sich gemerkt hat, ein bisschen wiederholen, wenn man gemerkt hat oder wenn man merkt, man hat sich gewisse Sachen nicht so gemerkt. Kann man sich eventuell nochmal nachschauen. Dagi hat eh schon gesagt, bei uns auf YouTube oder bei uns auf der Website sind die ganzen alten Weiterbildungen noch abrufbar. Falls es Fragen gibt, nachdem heute wirklich so wenige sind, gern einfach Fragen, Zwischenfragen. Es sollte sie ausgehen, zeitlich sind wir locker drinnen. Ja. So, dann starten wir langsam. Es wird also alle Fragen am Ende noch einmal geben. Also falls jetzt jemand eine Frage versäumt oder so, ich habe alle als Folie mit und möchte alle am Schluss nochmal herzeigen. Das heißt, falls ihr beim Mitschreiben nicht genau hundertprozentig sicher seid, einfach nur einmal sagen, zeigen wir die und die Frage nochmal, dann können wir das nochmal machen. Losgegangen ist das Ganze bei uns am 4. Mai. Das war unser erster Tag der Weiterbildung, der Online-Weiterbildung. Damals mit dem Psychotherapeuten Lukas Wagner und in seinem Workshop ist es gegangen, wie es um die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen steht, eben genau aufgrund von Corona, Covid, weil die ja sehr, sehr starke Einschnitte natürlich in ihrem täglichen Leben gehabt haben und er hat uns ein bisschen erzählt, wie geht es ihnen gerade und wie kann man sie besonders unterstützen. Es ist sehr viel um Ängste gegangen von jungen Menschen, wie man mit denen umgehen soll. Und wir haben ihm erklärt, wie wichtig die Schule an sich ist, wie wichtig Lehrpersonen oder überhaupt Bezugspersonen für junge Leute sind, vor allem in der Zeit, wo sie sie eben nicht haben. Und als Frage, ich gebe jetzt meinen Bildschirm frei, ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, das können alle sehen, sonst ich lese sie eher immer vor natürlich. Was empfiehlt Lukas Wagner in Bezug auf Ängste bei jungen Menschen? Und ich habe gleich immer dazu geschrieben, in Klammer achter Buchstabe, das heißt als achten Buchstaben, so wie gesagt, wie beim Thomas Breziner früher immer oder früher, jetzt noch zum Teil. Empfiehlt er sich, darüber lustig zu machen, dann bitte ein B notieren, sie ernst zu nehmen, dann bitte ein A notieren. Oder sie nicht anzusprechen, dann bitte ein E notieren. Als Einstiegsfrage vielleicht nicht allzu schwierig, aber es wird auch nicht viel schwieriger heute. Also, was empfiehlt Lukas Wagner, Psychotherapeut für junge Menschen, in Bezug auf Ängste bei jungen Menschen? Ist es B, sich darüber lustig machen, A, sie ernst zu nehmen oder E, sie nicht anzusprechen? Du Thomas, eine blöde Ja, Frage. bitte. Wie viele Buchstaben hat das Losungswort am Schluss? 11. Elf. Es Das gibt heißt, elf nochmal Fragen. 11 Kasteln und in das 8. Kastel tue ich jetzt meinen ersten Den Buchstaben rein. ersten Buchstaben meine ich ja. Genau. Okay. Also, Danke. 11 Fragen wird es geben. Das heißt, ja. Ein paar werden ein bisschen kniffliger werden, aber die meisten sind ungefähr auf dem Niveau. Einige Tage später war dann
Matthias Jax bei uns zu Gast vom ÖIAT Safer Internet, also Projektleiter von Safer Internet Österreich, die den Safer Internet Day jedes Jahr durchführen, die eben sehr viel Beratung machen zu dem Thema, die auch immer wieder in den Medien sind, die jährlich die Jugendstudie durchführen zu jungen Leuten, was die so im Internet machen, was ihre Lieblings-Apps sind, auch Weiterbildungen, Workshops anbieten für Jugendliche, für Schulen, für Erwachsene, für Multiplikatorinnen, wo es darum geht, wie verstehen wir das Internet, wie machen wir das Internet sicherer, wie bereiten wir uns darauf vor, dass junge Leute immer mehr Zeit im Internet verbringen und wir als Ältere, also ich nehme jetzt hauptsächlich auch mich, als ältere Leute, die eventuell nicht mehr so viel im Internet sind, wie können wir mit dem Ganzen umgehen? Und bei ihm ist sehr stark um die Digitalisierung und Jugendarbeit gegangen, also eben auch wieder mit dem Umstieg, Einstieg. Jugendzentren haben gerade nicht offen, viele Jugendeinrichtungen müssen auf digital umstellen. Was kann man machen? Welche Apps sind vor allem in Corona-Zeiten rausgeschossen? Das heißt, wir haben da von Hausparty gehört, das zu der gleichen Firma gehört, die Fortnite auch macht und so. Also da hat es ein paar Apps gegeben, die sind kurzfristig sehr, sehr, sehr interessant worden. Und man hat gesehen, dass junge Leute eigentlich sehr stark auf Kommunikations-Apps aus sind gerade und versuchen, Kontakt zu halten, obwohl sie sich nicht sehen können. Das heißt, das Internet eigentlich als sehr positive Sache empfunden haben. Oder noch positiver als früher. Nicht nur unbedingt nur mit Spielen, sondern auch eben mit Videochat und solchen Dingen. Und er hat uns eben auch erzählt, welche datenschutzrechtlichen Bedenken das es da gibt. Eben bei Hausparty, bei anderen Dingen, bei WhatsApp, bei Zoom und solchen Dingen. Was man alles beachten soll und ja, insgesamt, wie so das Internet ein bisschen funktioniert in Bezug auch auf Jugendliche. Die Frage, die ich jetzt dazu mit habe, ist jetzt, welches ist die beliebteste Suchmaschine bei Jugendlichen? Da gehen wir jetzt wieder dem Jugend-Internet-Monitor. Da werden 400 Jugendliche befragt aus Österreich zwischen 11 und 17 Jahren. Und die Frage ist eben immer, was ist deine Lieblingssuchmaschine? Und Jugendliche antworten halt dann darauf mit irgendeiner Website oder App, die sie halt benutzen. Und das ist eben jetzt nach der Untersuchung die beliebteste Suchmaschine bei Jugendlichen, obwohl sie im eigentlichen Sinne gar keine ist. Ist es A, YouTube, R, Facebook oder O, Wikipedia? Warum wir alle drei sind keine Suchmaschinen? Ja, richtig, genau. Das ist ja das Faszinierende daran, dass Jugendliche aus dem Internet Dinge machen, die sie eigentlich gar nicht sind und sie dann anders benutzen. Also das Internet sagt, ich bin das und die Jugendlichen sagen, mir egal, ich nutze die ganz anders, was ja grundsätzlich nicht Schlechtes ist und auch von Entwicklung sagt, also dass sie halt sich das Internet zu eigen machen und einfach sagen, mir ist egal, was du sagst, ich nehme das jetzt so, wie ich es brauche. Cool, aber muss man halt als Erwachsener mal verstehen und halt auch akzeptieren. Ich kann nicht sagen, du kannst nicht auf so und so suchen, das ist keine Suchmaschine, das ist den Jugendlichen egal. Wenn man zum Beispiel gehört, dass sie, wenn jetzt irgendjemand im Schulkontext arbeitet, dass Jugendliche immer wieder sehr interessante Sachen machen, wie zum Beispiel ein YouTube-Video einschalten, dort die Untertitel einschalten und das dann einfach rauskopieren als Referat, weil das ist nicht auffindbar. Wenn ihr jetzt irgendwas von Wikipedia zum Beispiel abschreibt, dann kann man das ja als Lehrer oder Lehrerin suchen und findet dann das, okay, du hast das auf Wikipedia rausgeschrieben. Wenn ihr aber irgendein YouTube-Video anschaut und dann unten einfach die Untertitel rauskopiert, das recht einfach geht, dann findet man das so nicht. Weil das sind automatisch erzeugte Untertitel und so so umgehen Schüler und Schülerinnen eigentlich so das lästige Referat schreiben. Und Lehrer und Lehrerinnen kommen nicht drauf. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich, aber wieder was, wo Jugendliche eventuell einen Schritt voraus sind. Also die Frage, welche ist die beliebteste Suchmaschine bei Jugendlichen, obwohl sie im eigentlichen Sinne gar keine ist? Ist das A, YouTube, R, Facebook oder O, Wikipedia? Und das ist jetzt der 6. Buchstabe. Am Tag darauf war dann Wolfgang Zeiringer von Vivid bei uns, Fachstelle für Suchtprävention, und hat uns einiges zum Thema Cannabis erzählt, also zum Umgang, zur rechtlichen Lage, zur Wirkung und so weiter. Wir haben ein
gemeinsam, also es war so, war sehr interaktiv aufgebaut. Wir haben an einem Dokument mitgeschrieben, wo wir Szenenamen beschrieben haben, dann Wirkungen, positive Wirkungen, negative Wirkungen, die wir selbst entweder kennen, erfahren haben oder zumindest schon mal gehört haben. Und er hat da mit einigen Mythen aufgeräumt, die es rund um das Thema Cannabis und nicht nur Jugendliche, sondern allgemein Cannabis-G-Miss oder sonstigen Brauch gibt. Meine Frage dazu ist jetzt, ist in Österreich der Besitz von geringen Mengen Cannabis erlaubt? Wenn ihr glaubt, ja, bis zu 20 Gramm, ist der Buchstabe E. Wenn ihr sagt, ja, bis 10 Gramm, dann ist der Buchstabe R. Wenn ihr sagt, nein, gar nichts, dann bitte den Buchstaben A notieren als 11. Buchstaben. Also, wie schaut es gesetzlich in Österreich aus? Ist der Besitz von geringen Mengen an Cannabis erlaubt? Ja, bis 20 Gramm, dann ist E. Ja, bis 10 Gramm, dann ist es R. Oder nein, gar nicht, dann bitte ein A notieren. Mir kommt vor, notieren wir das Gleiche. Das weiß ich nicht, ob das gut oder schlecht ist, Dagi. Du warst bei allen dabei, also du solltest eigentlich wissen, zumindest die meisten Fragen. Ja, wollte ich nur sagen. Aber es sieht schon ein Wort aus, sagt man am Ende. Also ein Wort, das immer ist gleich. Schauen wir mal. Letzter Teil der Maiter-Bildung haben wir dann André Wolf zu Gast gehabt. André Wolf von Mimikama, dem österreichischen Verein, der sich mit dem Thema Fake News beschäftigt, die eben auf ihrer Webseite immer wieder Sachen posten, die sie zugeschickt bekommen und dann mit Dingen aufräumen, was eben nicht richtig ist, beziehungsweise was falsch interpretiert wird. Er hat ein bisschen über den Verein erzählt, wie er und der Tom den gegründet haben und warum sie den gegründet haben und was sie so machen in der alltäglichen Arbeit, wie schwierig das ist und welche Phänomene es gibt, wie Phänomene entstehen, dass das Ganze eigentlich als Clickbait begonnen hat, Seite gegen Clickbait begonnen hat, zum Thema Farmville, was ja jetzt gerade wieder aktuell ist, weil mit, ich glaube, Ende Oktober oder zumindest Ende des Jahres wird Farmville endgültig abgedreht. Also falls irgendwer noch eine Farm hat, Ende des Jahres ist es vorbei. Es wird auf Facebook kein Farmville mehr geben. Das ist für manche traurig. Aber eben daraus ist es eigentlich entstanden, also einer Farmville-Fanseite, die irgendwie dann auf eine Seite umgeleitet hat, die Daten abzogen hat und eben so nett das gebracht hat, was sie versprochen hat. Und dann haben sie die beiden, damals noch der Tom, und dann eben zu zweit überlegt, da muss man ja was dagegen machen. Und seitdem, ich glaube, das sind jetzt 9 Jahre, gibt es die Seite und klären die auf über eben hauptsächlich Fake News in Social Media. Sehr stark auf Facebook vertreten, aber auch eine Webseite, die sehr informativ ist. Inzwischen gibt es das englischsprachig und ist eben aktiv in, ich glaube, 8 oder 9 Ländern inzwischen und hat wirklich Leute, die täglich Artikel schreiben dabei. Die Frage dazu ist jetzt, was ist der Ratschlag von André, der auch der Name ihrer großen Facebook-Seite ist, und zwar groß im Sinne von, das ist eigentlich ihr Kampagnenname gewesen, und erst danach hat sie das Mimikama entwickelt. Ist es A, zuerst denken, dann klicken? Ist es M, bleib sicher, klick nix? Oder ist es E, ich klick, also bin ich? Also was ist der Kampagnenname, der eigentlich hinter Mimikama steht und das Motto eigentlich auch, wenn man auf der Mimikama-Seite zum Beispiel schaut, das ist gleich das Erste, was dort steht, und eben auch die große Facebook-Seite, auf der sie, ich glaube, mehrere hunderttausend Likes haben. Was ist der Name? Ist es A, zuerst denken, dann klicken? M, bleib sicher, klick nix? Oder E, ich klick, also bin ich? Das war der Abschluss der Maiter-Bildung, also unserer ersten Weiterbildung online. Und nachdem es durchaus sehr, sehr viele positive Rückmeldungen gegeben hat,
haben wir gedacht, ja, machen wir weiter und schauen wir, wie es weitergeht. Das Schwierigste war die Namenssuche jedes Mal wieder. Das hat dann Junterricht geheißen, zweite Online-Weiterbildung, im Juni stattgefunden. Und die hat dann, Dagi hat Esch vorher schon gesagt, durfte ich eröffnen zum Thema Verschwörungstheorien bzw. Verschwörungserzählungen. Woher kommen sie? Welche gibt es? Warum sind sie eigentlich so gefährlich? Was hat das Ganze mit Corona zu tun? Wo fängt sowas an? Wo hört es auf? Also von ich glaube, dass der Paul McCartney tot ist, bis hin zu, keine Ahnung, Weltverschwörungstheorien. Also das kann ganz klar beginnen und geht dann wirklich lang, bis man wirklich drinnen ist. Und wenn man drinnen ist, kann es wirklich auch sehr tiefgreifende oder Einschnitte im Alltag bedeuten, weil man halt einfach sehr vieles nicht mehr glaubt und alles hinterfragt, was grundsätzlich gut ist, aber ja, die Frage ist immer, wo informiere ich mich und was sind vertrauenswürdige Quellen? Also hat durchaus auch was mit Fake News zu tun, mit Quellenreportage, mit Quellenrecherche und mit Medienkompetenz. Die Frage dazu, auch weil es aktuell war und ist, was ist keine Verschwörungserzählung, die es derzeit rund um Corona gibt? Bill Gates hat Corona entwickelt, um alle Menschen Mikrochips einzupflanzen. Wenn ihr das glaubt, dass es das nicht gibt, dann Wuhan war der Ursprungsort des Virus. Oder 5G-Handystrahlung erzeugt und verbreitet das Virus. Also welche dieser Verschwörungserzählungen gibt es nicht? Bill Gates hat Corona entwickelt, um allen Menschen Mikrochips einzupflanzen. Das wäre I. Wuhan war der Ursprungsort des Virus. Das wäre A. Oder 5G-Handystrahlung erzeugt und verbreitet das Virus. Das wäre dann R. Am 4. Juni haben wir dann Besuch gehabt von gleich zwei Männern, zwar von Michael Kurzmann und Jonas Bierfellner vom Verein für Männer- und Geschlechterthemen, zum Thema Pornokompetenz, also vor allem bei jungen Männern, die sehr, sehr viel ihrer Sexualerziehung, wie man früher aus dem Bravo, jetzt inzwischen aus Pornos im Internet haben und welche Bilder da entstehen bei jungen Männern und wie das eigentlich das Selbstwertgefühl beeinflusst und was sie glauben, dass für Erwartungen in sie gesetzt werden und eben dadurch ja, weniger Selbstbewusstsein haben und wie man damit umgehen kann, was man machen kann. So ein bisschen Stereotypen von Pornografie und ja, also das waren so die Themen. Und die Frage ist, wie man das ganze Thema aber jungen Männern, hauptsächlich Männern waren vom Männerverein, wie man das denen unaufgeregt näher bringen kann und wie man das Ganze ja, unaufgeregt in die Jugendarbeit oder in die Arbeit mit jungen Menschen einbringen kann. Wir haben ein Kahoot-Quiz gemacht zu den Ganzen und da habe ich auch eine meiner Fragen außer, nämlich, wie groß ist die durchschnittliche Länge eines erigierten Penises von einem Erwachsenen in Europa? Das wäre dann der 9. Buchstabe. Sind es 6 bis 10 cm, dann wäre es ein M. 11 bis 17 cm, dann wäre es ein B. Oder 18 bis 21 cm, dann wäre es ein A. Also, wie groß ist die durchschnittliche Länge eines erigierten Penises von Erwachsenen in Europa? 6 bis 10 cm, das wäre ein M. 11 bis 17 cm wäre ein B. Und 18 bis 21 cm ein A als 9. Buchstaben. Am 9. Juni, aufgrund der Verschiebung der Gemeinderatswahlen in der Steiermark, also überall außer in Graz, ist ja gewählt worden. Und nachdem knapp 2 Wochen vor der Wahl der Lockdown oder eine Woche vor der Wahl eigentlich der Lockdown stattgefunden hat und die dann verlegt worden ist im Juni, haben wir dann am 9. Juni Besuch gehabt von der Katrin Urep-Reininger von Beteiligung ST, Fachstelle für Kinder-, Jugend- und Bürgerinnenbeteiligung in der Steiermark, die Kindergemeinderäte betreuen, die aber insgesamt steirische Gemeinden im Umgang mit Jugend und Politik unterstützen und Partizipation eben fördern in Gemeinden.
Und da ist es gegangen um das Demokratiebewusstsein von jungen Menschen, um Wahlen bei jungen Menschen, um insgesamt Politik und junge Menschen. Also das ist immer so ein Thema, wo man sagt, junge Menschen interessieren sich nicht für Politik. Und das stimmt zum Teil nur, also gerade so Parteipolitik interessiert sie nicht, Themenpolitik sehr wohl, wie man ja an gewissen Agenten sich die jungen Leute immer wieder mal zu Demos bringt. Also wenn man an Fridays for Future denken, dann kann man eigentlich überhaupt nicht sagen, dass junge Leute unpolitisch sind. Das ist auch ein sehr politisches Thema, nur halt nicht parteipolitisch. Und da ist es halt sehr, sehr, sehr drum gegangen, wie schaut Österreich auch im Durchschnitt zu anderen Leuten aus und wie schaut das Demokratiebewusstsein von jungen Leuten insgesamt aus. Und dazu die Frage, weil wir da recht fortschrittlich sind als Österreich. Bei uns dürfen ja junge Menschen ab 16 auf allen Ebenen wählen, also nicht nur Gemeinde, sondern wirklich auch bis zum Nationalrat. Und die Frage ist jetzt, seit wann dürfen in Österreich eigentlich junge Menschen ab 16 auf allen Ebenen wählen? Ist es 2003 eingeführt worden? Falls ja, dann bitte ein A notieren als zweiten Buchstabe. Wenn es 2005 war, dann bitte ein S als zweiten Buchstabe. Und wenn es 2007 war, dann bitte ein B als zweiten Buchstaben notieren. Also seit wann ist in Österreich das Wählen für junge Menschen ab 16 auf allen Ebenen erlaubt? Was A 2003, S 2005 oder B 2007? Wenn ich mich recht erinnere, gibt es insgesamt nur ein Land außerhalb Österreich, das in ganz Europa das so weit durchgesetzt hat bisher. Das heißt, wir sind auch immer noch sehr weit vorn dabei. Das finde ich jetzt schwer. Es ist ja nicht so, dass wir nicht alle im Internet wären und in Not verkugeln könnten, aber... Stimmt eigentlich. Ja. Aber ich muss auch zugeben, ich war bei dieser Ding nicht dabei. Aber ich. Eine der wenigen, wo ich... Na, ich glaube, das war die einzige, wo ich nicht dabei war. Ja, das war bei jeder dabei. Also ich weiß das, aber weil das wir das Projekt... Aber das sollte man trotzdem wissen, gell? Ja, also ich weiß das, weil ich bei dem Projekt alt genug dabei bin, dass wir gemeinsam mit Beteiligung SD haben, das ja immer vor Wahlen Infomaterial für Multiplikatorinnen herstellt und ausschickt und halt auch Wahlaufrufe für junge Leute startet. Also das ist genau. Was, wo ich dabei war und ich weiß nicht, ob man es wissen muss, aber... Es ist was, auf das, genau das auch, aber es ist was, auf das Österreich durchaus stolz sein kann, weil es in Europa ziemlich das erste Land war, wo das auf allen Ebenen der Fall ist. Und inzwischen ist das bei uns ja selbstverständlich, dass das so ist. Und es gibt Länder, da dürfen sie nicht einmal auf Gemeindeebene ab 16 wählen. Also das ist dann durchaus, da sind wir durchaus einige. Wir sind in anderen Agenten, zum Beispiel mit dem Nichtrauchergesetz für junge Leute, mit der Anhebung des Alters recht weit hinten noch gewesen, aber wählen dürfen sie schon seit einiger Zeit. Das ist gut. Den Abschluss vom Unterricht bildete der Beitrag von Jörg Capella, einerseits von der Firma Klartext, andererseits von der AG Jugend gegen Gewalt und Rassismus. Und da ist es darum gegangen, wie reagiert man eigentlich auf Stammtischparolen? Das heißt, wie geht man mit Leuten um, die in so einem informellen Gespräch erzählen, oder ihre rassistischen Ansichten oder extremistischen Ansichten erzählen. Wie geht man mit sowas um? Was kann man da machen? Welche Strategien gibt es, wenn man dem begegnen will? Und er hat halt immer gesagt, soll. Also das ist durchaus was, wo man eingreifen soll. Und hat uns halt gesagt, wie wir reagieren sollen, was es für Möglichkeiten gibt und vor allem auch, dass es oft gar nicht so sehr darauf ankommt, dass wenn jetzt mehrere Leute sitzen und einer fängt zum Reden an und eben erzählt irgendwie, wie böse Ausländer sind und so weiter und halt wirklich rassistisch wird am Tisch, dass es gar nicht so sehr darum geht, auf den einen sich zu konzentrieren, sondern eher um das Publikum. Das heißt, dass man eher darauf schauen soll, dass man die anderen Leute davor abhält, dass der die überzeugt. Das heißt, weil die kann man oft eh nicht mehr direkt oder so am Gespräch schnell rausholen aus dem ganzen Denken, aber eben zu schauen, dass nicht andere in das auch noch mit reinfallen. Also dass der Publikumsschutz
war ihm so das, die Nummer eins. Und für ihn gibt es da halt einige so Dinge, die zu der Grundhaltung dazugehören. Das ist halt Empathie, Neugierde. Basiswissen ist auch immer gut, damit man halt zumindest inhaltlich mitreden kann, weil wenn man sich halt nicht wirklich auskennt, wird es schwierig, weil die Leute sind oft sehr firm und sehr, sehr gut gebrieft und wissen genau, was sie sagen. Und halt auch so Selbstreflexion, wann ist es jetzt nicht mehr möglich oder wann zahlt es nicht mehr aus, dem zu widersprechen oder irgendwas zu machen. Er hat aber gesagt, es gibt so eine goldene Disziplin in der Diskussion mit Menschen, die überhaupt extremistische Gedanken vertreten und die er verbreiten. Und um die geht es jetzt. Was ist diese goldene Disziplin? Zumindest nach Jörg Kabeller. Und er hat es in seinem Vortrag auch sehr gut ausgebracht. Also wirklich, das ist so die Disziplin, wenn man das so nennen kann, die eigentlich am weitesten führt, wenn man Leute davon entweder überzeugen will, dass sie nicht recht haben, oder zumindest umstehenden Leuten zu sagen, dass der sich gar nicht so auskennt oder dass das, was der sagt, gar nicht so richtig oder gut ist. Ist es K, Fragen zu stellen, E, den Hetzer oder die Hetzerin mit starken Argumenten zu überzeugen, oder A, beleidigend zu werden, also einfach auf die Person loszugehen. Das wäre der fünfte Buchstabe. Was ist die Golddisziplin in solchen Diskussionen? Ist es K, Fragen zu stellen, E, den Hetzer oder die Hetzerin mit starken Argumenten überzeugen, oder A, beleidigend werden? Ich finde, A haben wir schon genug in meinem Wort, meine ich. Schau, wie viel hast du denn schon? Das ist, vielleicht hast du schon ein bisschen viel. Naja. Gibt's extrem viel A's. Also ich extrem bin gespannt auf das Wort. Ja. Ja. Ich hätte vielleicht vorher sagen sollen, was es geht den anderen, aber ich habe sehr viele A's. Ja. Hätte ich dir das sagen sollen, was das Wort ist vorher? Das ist ein Wort. Ist es A. Ist es das geht weiter oder was? Ja. Ist das Losungswort? Na, also. Der Sommer ist vorbei oder so. Ja, nein, wer weiß. Okay. Ja, das war die letzte Weiterbildung des Unterrichts und wie wir auch während dem Unterricht schon gemerkt haben, es gibt wieder positive Rückmeldungen. Wir schauen auch, dass wir das im Juli weitermachen. Im Juli hat es dann die Julung gegeben und wir haben natürlich auch dort versucht, wieder gute Vortragende zu finden. Kurz vor den Sommerferien war das dann, da haben wir dann den Christian Barboric von der IT-School gehabt, also einerseits IT-School, das heißt, das ist die Vertretung von Safer Internet in der Steiermark, andererseits ist er auch bei der Kompetenzstelle für digitale Gesellschaft, die letztes Jahr eingerichtet worden ist, dabei und versucht eben insgesamt das Thema Internet und neue Medien als breit Querschnittsthema in die Gesellschaft zu bringen, weil lässt sich halt einfach nicht mehr wegdenken und man kann es jetzt nicht mehr irgendwie, okay, ich mache die Augen zu und dann gibt es Internet nicht mehr. Und gerade im Umgang oder in der Arbeit mit jungen Menschen ist das natürlich ein Thema, das immer wieder kommt, weil ja, junge Leute leben einfach im Internet und sich dagegen zu wehren oder zu sagen, okay, ich beschäftige mich mit dem nicht, ist halt einfach schwierig, weil dann hat man einfach einen großen Teil ihres Lebens nicht im Blick und kennt sie nicht aus und wird dann eventuell auch nicht wirklich ernst genommen und übergangen als Beziehungsperson. Bei ihm ist es auch sehr stark darum gegangen, wie macht das Internet, oder warum ist das Internet eigentlich gratis und trotzdem nicht? Also wie bezahlen wir im Internet? Nämlich in dem Fall waren es halt mit Daten und hat ein bisschen so das Big Data, den großen Brocken Big Data, was passiert mit unseren Daten im Internet, wie werden die verarbeitet und weiter verarbeitet und dann auch verwendet. Versucht runterzubrechen, hat er gesagt, okay, wann werden welche Daten weitergegeben, welche Firmen stehen dahinter, hat uns auch gezeigt anhand seines Mobiltelefons, wie das eigentlich aufzeichnet, wo man überall ist und wie das überall speichert und also wirklich so einige Hintergrundsachen, die man eventuell nicht weiß. Und eben auch, wie damit dann Geld gemacht wird, indem eben unsere Daten, unsere egal welche, ob das persönliche Daten sind, weiterverkauft werden und damit Geld gemacht wird, indem eben uns Werbung präsentiert wird, die uns eventuell oder wahrscheinlich sogar
interessieren könnte. Er hat uns aber, und das war, ist eine recht lustige Grafik oder lustig, immer wieder beeindruckende Grafik, so die Grafik gezeigt, was passiert eigentlich in einer Minute im Internet? Also was passiert jede Minute, und zwar jede Minute, in jeder Stunde, an jedem Tag im Internet, und wie viele Dinge werden da verschickt zum Beispiel, wie viele Swipes gibt es auf Tinder, wie viele Essensbestellungen gibt es jede Minute weltweit, wie viele Stunden YouTube werden geschaut. Und dazu eben auch die Frage, wie viele E-Mails, dass man sich als Datenmenge vorstellt, wie viele E-Mails wurden 2019 pro Minute versendet, also weltweit pro Minute, jede Minute, also wirklich im Durchschnitt pro Minute verschickt. Sind es circa 19 Millionen? Dann wäre die Antwort A. Sind es circa 190 Millionen? Dann wäre es ein R. Oder sind es sogar 1,9 Milliarden E-Mails? Dann wäre es ein M. Also eine kleine Schätzfrage. Wie viele E-Mails wurden 2019 pro Minute versendet? Als 10. Buchstabe entweder ein A, wenn es 19 Millionen sind, ein R, wenn es 190 Millionen sind, oder ein M, wenn es 1,9 Milliarden sogar sind. Am Tag nach ihm war dann die Corinna Milborn von Puls 4 bei uns und hat einen Vortrag gehabt darüber, wie wir uns das Netz zurückerobern können. Da ist es auch sehr stark um das Trolling im Internet gegangen, wieder stark verbunden mit Verschwörungstheorien, mit Verschwörungserzählungen, mit Fake News, wie das Ganze entsteht und wie man das eigentlich oder wie das ausschaut, das könnte man es nicht aufhalten. Und ebenso stark mit, wie kommen die Leute da rein? Also wie passiert das, dass jemand, der heute noch ganz normal denkt, in 4 Wochen auf einmal so tief in dem Kaninchenbau drinnen ist, dass er schon anzweifelt, ob die Erde nicht flach ist. Also dass er anzweifelt, ob die Erde rund ist. Und das ist ja durchaus eine weit verbreitete Verschwörungserzählung, eben, dass die Erde flach ist und dass halt, ja, da gibt es halt die unterschiedlichsten und manche davon beginnen, oder sehr viele davon beginnen halt auf YouTube mit einem Video, das ich mir anschaue. Und mit einem Video und noch einem Video und noch einem Video. Und wie YouTube nicht ganz unschuldig ist daran, weil sie ja so auf der Dosissteigerung, so jetzt habe ich was ziemlich Extremes gesehen, jetzt muss ich, damit ich wieder einen Kick kriege, muss ich noch was Extremeres sehen und noch was Extremeres und noch ein bisschen was Wilderes. Ist wie bei jeder Droge oder bei jedem Rauschmittel, man braucht immer ein bisschen mehr, damit das Ganze wieder wirkt oder damit uns das Ganze wieder dort abhält und nicht fad wird. Und das wissen natürlich auch die Produzenten und Produzentinnen von den Videos und sagen immer ein bisschen mehr. Und das gibt es ja schon ewig, ob das jetzt die Mondlandung war, die gefaked war, oder das Kennedy-Attentat, das ein Inside-Job war, oder 9-11 und eben jetzt auch mit Corona. Und eine der schrägsten, die es derzeit gibt, ist Pizzagate. Pizzagate erkläre ich kurz, weil es auch wirklich, also sehr wirr klingt. Es gibt da einen Menschen im Internet, der immer wieder, der sagt, er kommt aus dem inneren Kreis der amerikanischen Regierung und er hat gesagt, dass Kinder in Kellern festgehalten werden, ihnen dort Blut abgezapft wird, dass dann die reichen Menschen, und darum geht es immer, die reichen Menschen halten uns irgendwie unter Kontrolle, das trinken die und die bleiben dann ewig jung. Und da hat es eben das Pizzagate gegeben mit einer Pizzeria in den USA, wo angeblich die Kinder gehalten worden sind. Und dort ist eben jemand rein und hat mit einer Waffe um sich geschossen. Sie haben dort natürlich keine Kinder gefunden, aber die Verschwörungsgläubigen haben halt sofort gesagt, na klar, die haben halt das gewusst und haben die dabei weggeschafft. Also man findet auch gleich einmal immer eine Erklärung zu den ganzen Sachen. Derjenige, der das jetzt immer wieder postet auf 4chan, auf Twitter und so weiter, hat einen Namen. Also der bleibt unerkannt, weil er natürlich nicht möchte, dass er verraten wird und dadurch keine Infos mehr weitergeben kann, sagt er zumindest. Und die Frage ist jetzt, hinter welchem Kürzel versteckt sich dieser angebliche Informant? Ist es Q, dann ist es ein R. Ist es
ACAB, dann ist es ein E. Oder ist sein Name L-O-G-O, dann wäre es ein A. Also wie heißt der Maulwurf, der, oder zumindest der, der sagt, er ist ein Maulwurf im Weißen Haus und der immer wieder schräge Theorien postet und da jetzt wieder gesagt hat, Corona gibt es nur zum Beispiel, damit in Europa alle Menschen zu Hause bleiben und damit das amerikanische Militär die Kinder in Europa aus den Kellern befreien kann. Ist sein Name Q, dann wäre der Buchstabe ein R. Ist sein Name ACAB, dann ist es ein E. Oder ist sein Name LOGO, dann wäre es ein A. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Online-Weiterbildung, die wir gehabt haben. Und zwar war das mit der Jutta Eppich vom Frauengesundheitszentrum. Da ging es um Schönheitsideale von jungen Menschen, um Vergleich von Übergewichtigkeit, also empfinde ich mich selbst als übergewichtig oder nicht, was hat das für Auswirkungen, dass man in Werbungen und in Medien eigentlich nur Menschen sieht, die so einem Schönheitsideal entsprechen, dem die wenigsten Menschen eigentlich entsprechen und was macht das mit der Psyche von jungen Menschen, wie kann man sie abfangen, wie kann man das Ganze bearbeiten und ja, wie kann man mit dem Ganzen eigentlich, wenn man mit jungen Menschen arbeitet, umgehen? Und eben, welche Auswirkungen hat das Ganze? Also von Essstörungen über psychische Störungen bis hin zu Suizidgedanken und solche Sachen. Und die Frage ist jetzt, laut einer Untersuchung aus 2019 sind circa 12% der Mädchen in der 11. Schulstufe hochgewichtig. Wie viele Prozent der Mädchen in der 11. Schulstufe sind im Gegensatz der Meinung, sie seien zu dicht? Also nicht, wie viele sind es wirklich, das sind nämlich 12%. Wie viele Mädchen glauben, dass sie in der 11. Schulstufe zu dick sind? Sind das 5%, dann hätte man ein A, dann ist 20%, dann wäre es ein E, oder sind es sogar 40%, dann wäre es ein D. Also im Gegensatz zu den 12%, die es wirklich sind, wie viele Mädchen sind in der 11. Schulstufe wirklich oder glauben in der 11. Schulstufe, sie seien zu dick? Sind es A 5%, E 20% oder D 40%? Und wenn ihr Ratedetektive und Detektivinnen jetzt alles mitgeschrieben habt, dann sollte man jetzt ein Lösungswort haben, das eben aus dem Buchstaben besteht. Was mache ich jetzt mit meinem Lösungswort? Ja, ich habe da unten die Mailadresse dazu geschrieben, die einfach das Lösungswort mit euren Kontaktdaten, nämlich am besten auch mit euren Postadressen. Und wir speichern sie nicht. Ich bin nämlich bei uns auch für Datenschutz zuständig. Das heißt, wir löschen die Mail. Ich habe halt Infodienst, das heißt, ich bearbeite es halt ja. Ihr schickt einfach das Lösungswort, eure Kontaktdaten an mich, gerne mit Firmenadresse oder so weiter, an info@logo.at. Und wenn das Lösungswort richtig ist, dann kriegt ihr ein kleines Goodie von uns zugeschickt und habt so gesehen den Nachzapf im Herbst bestanden. Das heißt, ja, wenn ihr euch einigermaßen sicher seid, dass das, was ihr jetzt mitgeschrieben habt, ein Wort ist und das eventuell sogar was unser Lösungswort sein könnte, dann bitte gern eine Mail an uns an info@logo.at mit eurem Namen und Postadresse, weil das Goodiebag lässt sich schwer per Mail verschicken. Und wie gesagt, sobald das draußen ist, werden wir die Mailadressen und das natürlich löschen, weil, wie gesagt, ich will keine Probleme mit der DSGVO haben und ja. Sollen wir die Fragen nochmal durchgehen oder ist irgendeine... Oh, das wird ja nicht. So, wie schaut's aus? Braucht ihr, all meine lieben Teilnehmer und Teilnehmerinnen, braucht ihr die Fragen noch einmal? Ihr könnt es gerne mit Reaktion oder ihr könnt es im Chat schreiben. Wer möchte noch gerne die Fragen nochmals haben, ganz kurz zum Durchschauen, weil sie das Losungswort nicht haben, dann bitte eine Reaktion. Kurz. Genau. Der Tarek hätte es gern, bitte. Ja, okay, dann... Starten wir nochmal schnell.
starte noch einmal die Freigabe. Und zwar die Fragen noch einmal. Die erste war Lukas Wagner, Psychotherapeut für junge Menschen. Was empfiehlt er in Bezug auf Ängste bei jungen Menschen? Empfiehlt er B, sich darüber lustig zu machen, A, sie ernst zu nehmen oder E, sie nicht anzusprechen? Also B, sich darüber lustig machen, A, ernst nehmen oder E, sie nicht anzusprechen bei Ängsten von jungen Menschen. Das wäre der achte Buchstabe. Die zweite Frage war, welche ist die beliebteste Suchmaschine bei Jugendlichen, obwohl sie im eigentlichen Sinn gar keine ist? Das wäre der sechste Buchstabe. Ist es A, YouTube, R, Facebook oder O, Wikipedia? Also, welche ist die beliebteste Suchmaschine bei Jugendlichen laut Internet, Jugend-Internet-Monitor 2020? Ist es A, YouTube, R, Facebook oder O, Wikipedia? Das wäre dann der sechste Buchstabe. Die Frage zum Thema Cannabis, Wolfgang Zeiringer von Vivid. Ist in Österreich der Besitz von geringen Mengen an Cannabis erlaubt? Wenn ihr glaubt, ja, bis zu 20 Gramm, dann wäre es ein E. Wenn ihr glaubt, ja, bis zu 10 Gramm, dann wäre es R. Oder wenn es grundsätzlich nicht erlaubt ist, dann bitte ein A als 11. Buchstaben notieren. Also ja bis 20 Gramm ein E, ja bis 10 Gramm ein R oder nein ein A. Vierte Frage und letzte von der Meiterbildung von André Wolf von Mimikama. Wie ist das der wichtigste Ratschlag von André und der Name der großen Facebook-Seite ist und grundsätzlich das Motto von Mimikama? Ist es zuerst denken, dann klicken, dann bitte ein A als vierten Buchstaben notieren, bleib sicher, klick nichts, dann wäre es ein M als vierter Buchstabe oder ich klicke, also bin ich, dann wäre es ein E als vierter Buchstabe. Also was ist das Motto und der Name der großen Facebook-Seite von Mimikama? Ist es A, zuerst denken, dann klicken, M, bleib sicher, klick nix, oder ich klick, also bin ich, dann bitte ein E notieren. Dann haben wir den Junterricht, mein Vortrag über Verschwörungserzählungen. Was ist eine Verschwörungserzählung, die es zu Corona nicht gibt? Also was ist nicht eine Verschwörungstheorie zu Corona? Und zwar wäre das I, Bill Gates hat Corona entwickelt, um allen Menschen Mikrochips einzupflanzen. Oder A, Wuhan war der Ursprungsort des Virus. Oder R, 5G-Handystrahlung erzeugt und verbreitet das Virus. Also was davon ist keine Verschwörungserzählung? I, Bill Gates hat Corona entwickelt, um allen Menschen Mikrochips einzupflanzen. A, Wuhan war der Ursprungsort des Virus. Oder R, 5G-Handystrahlung erzeugt und verbreitet das Virus. Das wäre dann der erste Buchstabe. Dann der Vortrag von Jonas und Markus. Ich weiß gar nicht, wer da noch da war. Michael. Michael, genau. Michael war da. Zum Thema Pornokompetenz von jungen Männern oder jungen Menschen, aber hauptsächlich mit Blick auf Männer. Und die Frage, die ja in ihrem Kahoot vorkommen ist, wie groß ist die durchschnittliche Länge eines irrigierten Penises von Erwachsenen in Europa? Sind es 6 bis 10 Zentimeter, dann wäre es ein M. 11 bis 17 Zentimeter, dann wäre es ein B. Oder 18 bis 21 Zentimeter, dann bitte ein A notieren als 9. Buchstaben. Also 6 bis 10 Zentimeter M, 11 bis 17 Zentimeter B oder 18 bis 21 Zentimeter, dann bitte ein A notieren. Dann zum Thema Wahlen von Katrin Ure-Breininger von Beteiligung ST. Seit wann dürfen in Österreich eigentlich Jugendliche oder junge Menschen ab 16 auf allen Ebenen wählen? Also nicht nur Gemeinderat, sondern ab bis zum Nationalrat. Ist es 2003, dann wäre es ein A. Ist es 2005, dann wäre es ein S. Oder ist es 2007, dann wäre es B als zweiter Buchstabe. Also A 2003, S 2005 oder B 2007 als zweiter Buchstabe. Dann kommen wir zu Strategien gegen Stammtischparolen von Jörg Capella. Was nennt er die Golddisziplin in Diskussionen mit Menschen mit extremistischen
Meinungen oder in Diskussionen mit Menschen? Ist es klar, Fragen zu stellen? Ist es den Hetzer oder die Hetzerin mit starken Argumenten zu überzeugen? Oder ist es A, beleidigend zu werden? Also der fünfte Buchstabe im Lösungswort ist entweder K, Fragen stellen, E, den Hetzer oder die Hetzerin mit starken Argumenten überzeugen, oder A, beleidigend werden. Dann kommen wir zu Julung, Christian Barboric von der IT-School und Kompetenzstelle Digitale Gesellschaft. Viel über Big Data und so weiter geredet hat. Wie viele E-Mails wurden 2019 pro Minute, und zwar jede Minute, 24 Stunden pro Tag, jeden Tag, weltweit versendet? Das sind jetzt circa 19 Millionen, dann bitte ein A notieren, circa 190 Millionen, dann ein R notieren oder circa 1,9 Milliarden. Dann bitte M notieren als 10. Buchstaben. Also A 19 Millionen, R 190 Millionen oder M 1,9 Milliarden. Dann von der Corinna Milborn von Puls 4. Von wem stammen die Theorien rund um Pizzagate beziehungsweise auch sehr viele andere Verschwörungsideologien und Theorien, die irgendwie derzeit im Internet herumgeistern und der eben von sich selbst sagt, er ist ein Maulwurf im Weißen Haus? Ist es Q, dann wäre das ein R. Ist es ACAB, dann ist es ein E. Oder ist es LOGO, dann wäre es ein A als dritter Buchstabe. Also wenn es Q ist, dann bitte ein R notieren. Wenn es ACAB ist, dann bitte ein E notieren. Oder wenn es LOGO ist, dann bitte ein A notieren als dritten Buchstaben. Und die letzte Frage von der Jutta im Frauengesundheitszentrum zum Thema Schönheitsideale und Selbstwahrnehmung versus Fremdwahrnehmung von jungen Menschen. 12% der Mädchen sind hochgewichtig oder zu dick, umgangssprachlich. Wie viele Mädchen glauben aber, dass sie in der 11. Schulstufe zu dick seien? Sind es A 5%, E 20% oder D 40%? Das wäre dann der 7. Buchstabe. Das wäre der letzte, der noch fehlen sollte. Nämlich entweder A 5%, E 20% oder D 40%. Und das Ganze gibt dann das Lösungswort und das dann bitte mit eurem Namen und eurer Adresse. Wie gesagt, gerne kann es auch die Adresse der eurer Organisation sein. Es sollte halt bei euch ankommen, an info@logo.at schicken. Und wenn alles richtig ist, bekommt ihr dann von mir halt einmal eine Mail-Retour und auch in den nächsten Tagen Post von Logo, wo dann euer Gewinn drinnen ist. Das heißt, Thomas, es gewinnt jeder, der das richtige Wort reinbringt. Ja, also es geht nicht um Geschwindigkeit, genau. Wir sagen, es soll die Woche noch eingeschickt werden, also nicht dann irgendwie in 4 Wochen, jetzt ist mir das Lösungswort eingefallen. Am besten heute, so schnell wie möglich natürlich. Heute wäre am besten. Heute wäre super, weil ich habe bis 16 Uhr Infodienst, das heißt, eine E-Mail ist schnell geschrieben, info@logo.at. Ja, dann machen wir das gleich aus. Heute bis 16 Uhr wird geschickt und ansonsten ist vorbei. Ja, oder? Wir sind halt eh nicht allzu viele, das heißt, das sollte sich für alle ausgehen. Falls jemand das nicht schafft, gern, na gut, kurz jetzt in Chat schreiben, ich würde gerade sagen, einfach kurze Mail, dass das später kommt, aber wenn Mail, dann geht das aus, weil es sind nur 11 Buchstaben fürs Lösungswort und es geht recht schnell eigentlich, dass man das an uns schickt. Also, wer etwas gewinnen möchte, bitte gern mit das Lösungswort an uns schicken, info@logo.at, 1136 Wien. War das früher. So, ich tue die Präsentation jetzt stoppen. Achtung, jetzt kommt wieder mein Gesicht. So. So, meine Lieben, danke für diese magische Stunde. Sag ich mal. Magisch. Das waren zauberhafte Fragen. Ja? Das sehe ich im Chat gar nicht. Auch da gar nicht. Es ist alles klar. Also ich kann dir gibt es sonst die Fragen. Gibt es noch Fragen von euch? Ansonsten würde ich euch, wie Harry Potter auch sagen würde, ich würde euch dann sonst einfach entlassen und wir sehen uns morgen wieder. Also ich habe auch noch 3 Hints, vielleicht habt ihr das mitbekommen, euch noch gegeben, weil ich glaube, dass ich das richtige Lösungswort habe. Ja, schickt es, wenn ihr wollt, wenn ihr was finden wollt, wenn nicht, ist es auch okay. Danke, dass ihr da wart. Wenn ihr Lust habt, morgen geht es weiter.
Bevor möchte ich mir aber wirklich noch Danke sagen an Thomas. Danke, du hast dich da mit wirklich voll reingehaut. Du hast da jede Fortbildung noch einmal angeschaut, möchte ich mal sagen. Und hast dich da wirklich zusammengefasst und hast dann noch eine Frage dazu also gepasst. Und Dankeschön für das Ganze. Nein, aber wirklich. Nein, es war super interessant. Also ich habe selber nicht alle gesehen, weil ich auch gearbeitet habe. Von daher, es war einiges dabei, das ich auch nicht gewusst habe. Und, ja. Also danke. Man sieht, du hast Quiz-Erfahrung. Hurra, gestern haben wir verloren. Oje. Jedenfalls, verlieren tun wir hoffentlich nicht, wenn wir eure Zeit stehlen. Morgen wäre es nämlich wieder soweit. Morgen könnt ihr zwischen 9 und 10 Uhr mehr erfahren über Humor in der Jugendarbeit. Wo sind die Grenzen? Was gibt es für Anwendungsmöglichkeiten? Da sein wird ein Kabarettist und auch Autor, der aber auch schon jahrelang Sozialarbeiter ist. Das heißt, er kann von beiden Seiten sprechen. Und es wird sicher interessant. Ja, morgen wieder auf Zoom von 9 bis 10. Wenn's, ihr habt es mir eh schon geschickt, wer Teilnahmebestätigungen braucht, ihr kriegt sie per E-Mail zugeschickt, hinein in den Chat. Und Dankeschön, dass ihr heute da wart. Und ich hoffe, ihr habt diese Stunde auch, so wie ich, ein bisschen ja, zauberhaft gefunden, sage ich mal dazu nochmal. Und ja, schön, dass da wart. Wir sehen uns. Hoffentlich morgen wieder. Und ansonsten habt ihr ja noch Zeit bis nächste Woche. Bis zum 7. sind wir eigentlich täglich online. Habt einen schönen Tag. Genießt. Dankeschön. Danke. Ciao. Tschüss. Baba. Tschüss.